schon sehr beeindruckend, insbesondere diese große Helligkeit und die offenen Fenster. Also das, was versprochen wurde mit dem Open Grid, erlebt man. Hell, kreativ, offen, aber auch anspruchsvoll vom Konzept, weil man noch sehr flexibel ist. Was wirklich toll wäre, ist, wenn es gelingt, mit dem Learning Center eine nächste Stufe für die HSG zu erschließen. So wie man früher vielleicht mit dem Managementmodell etwas geschaffen hat, wofür die HSG steht, wäre es schön, wenn es damit gelingt, auch ein Zeichen für die Zukunft zu setzen. Ich glaube auch, dass das Learning Center ein ganz wichtiges Element ist für die Positionierung der HSG, bei moderner Top-Notch-Faculty, bei Studenten, um mithalten zu können in dem Wettbewerb der Ausbildung. Und ich wünsche mir, dass wir hier einen Raum schaffen, wo die nächsten Generationen von guten Führungskräften ausgebildet werden. Wir haben für das HSG Learning Center gespendet, weil wir selber beide hier studiert haben und sehr viel für unser Leben mitnehmen konnten, von der Ausbildung, von der Persönlichkeitsentwicklung, von den Freunden her. Und dann ist auch Zeit, mal etwas zurückzugeben. Nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben alle sehr stark davon profitiert, dass wir hier die Ausbildung genießen könnten. Und St. Gallen ist eine staatliche Universität, die mithalten muss mit internationalem Wettbewerb, oftmals private Universitäten, die anders finanziert werden. Und wenn man ehrlich ist, haben wir hier für sehr wenig Geld mit auf Steuergeldern die Ausbildung genossen. Und wenn man dann irgendwann in der Lage ist, finanziell auch etwas zurückzugeben, finde ich es angemessen, dass man das tut, um den nächsten Generationen an Studenten die gleichen Chancen zu ermöglichen, die wir alle hatten.